Wenn ich dir scheiß Rüstung nicht gekauft hätte, dann würde es jetzt reichen. Fick dich, Alter. Blöder Ficker. Oh, welches war jetzt besser? 8, 8, 8. Das war besser. Egal. Nein, scheiße. Oh doch, ich habe nichts ausgegeben. Das für die Fran-Rüstung Dings wäre, von Nutzen wäre. So. Jetzt muss ich ein paar Sachen verkaufen. Komm doch her. Grüß dich. Nicht du. Rede mit mir. Gefängnisschlüssel. Nee, ich meine eher. Elfenhandschuhe. Falkenhandschuhe. Trophäen. Habit-Trophäe. Geistertrophäe. Mutagene. Scheiße, ich krieg nie wieder 2000 Orien zusammen. Bald ist ja das Spiel zu Ende. Ich wette, die knüpfen da Triss auf dieser Beratung. Die machen es einfach voll kaputt. Weil sie wissen, dass die daran beteiligt war oder so. Ja, ich verkaufe erstmal alles Mögliche. Da bin ich schon näher an der Vran-Rüstung dran. Gargoyle-Federn. Ne, Habit-Federn, ich dachte schon. Gargoyle-Herz. Sonst noch was? Teil einer Draugen-Rüstung. Brauche ich die überhaupt noch? Was hat er auf den Schultern? Also auf den Armen, auf den Oberarm. Egal. Urtan, was machst du denn hier? Rattenfangen hatte keine Zukunft mehr. Ich hab's aufgegeben. Will jetzt in der Unterhaltungsbranche Karriere machen. Dann viel Erfolg. Diese Truppe hat Potenzial. Als ihr Prinzipal und Conferencier mache ich sie zu den berühmtesten Komödianten nördlich der Yaruga. Hast du schon unsere neue Nummer gesehen? Urtan, ehe du in Fahrt kommst, Unterhaltung hatte ich in letzter Zeit genug. Ich möchte wissen, ob du weiterhin Fallen herstellst. Für einen Fachkollegen tue ich alles. Ja. Nein. Und wie komme ich da zum Konferenzsaal? Oh. Wasseressenz. 30 Urens. Und Triss ist auch da. Ihr habt es wohl eilig, zu den Verhandlungen zu kommen. Verzeih, aber unsere Sache duldet keinen Aufschub. Man sieht's an den Leichen, die euren Weg pflastern. Na gut, ich habe ohnehin gehört, was ich hören wollte. Und zwar? Es gibt nun einen rechtmäßigen Thronfolger in Adirn. Es wird Frieden geben. Was will man mehr? Fürst Stannis. Ist er hier? König Stannis. Er wurde vor 2 Tagen in Wengerberg zum König gekrönt, wie uns die Boten mitteilten. Alle sind sich einig, dass er ein guter König wird. Nee. Fürst Stannis. Giftmörder, Feigling, Betrüger. Er ekelte sich, als er zu den Bauern sprach. Er versteckte seine Verachtung nicht. Lynchjustiz hatte er nicht verdient. Das war nicht Saskias Art von Gerechtigkeit. Fürst Stannis der Erste, Sohn Demavens des Dritten, wurde der 17. König von Edirn. Er gewann die Herzen vieler Menschen und wurde Hoffnungsträger des Landes. Das zerstörte Königreich brauchte einen Herrscher, dem seine Untertanen am Herzen lagen. Dieser Herrscher sollte Stannis der Erste werden. Haha, dass ich nicht lache. Was für ein Witzbold, ey. Hallo. Endlich.
Wir haben nicht viel Zeit. Um dem Spuk ein Ende zu setzen? Zuerst müssen wir an den Wachen vorbei. Ich kümmere mich um sie. Sei vorsichtig. Bin ich immer. Bin ich immer. Besiege die Soldaten. Das wird ein leichtes. Aber erst gucken wir es hier um. Okay, hier ist schon mal nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier nicht die Gelegenheit haben werde. Die letzte Lektion vor. Die letzte? Sieh mal an. Aber keine Diskussion. Es wird eine praktische Einheit sein. Ihr werdet erfahren, worauf sich eine Zauberin unter keinen Umständen einlassen kann. Guten Tag. Grüß dich. Grüß dich. Ist das nicht Sheila? Nee, ich dachte schon. Wegen der Frisur. Grüß dich. Ich bin Ilona, die Elfin mit dem Bart. Mit dem Bart? Stell dich nicht dumm. Eigentlich gastieren wir hier. Aber bei diesem Chaos will uns ja keiner sehen. Also, Plan B. Wir handeln. Was hast du denn zu verkaufen? Frisches Essen. Sehr lecker. Willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Zeig mal deinen Bart. Ich kann für deinen Auftritt bezahlen. 200 Orins. Was? Tschüss. Bereitet euch sie auf kann die nicht mal, ich bezahle Lektion auch keine 200 Orins, damit die sie mir einen Bart zeigt, ey. Aber ich hab selbst einen. Keine Diskussion. Es wird eine praktische Einheit. Und was willst hat du was kaufen? Bla bla, ich will was essen. Ey, der hat ja wirklich nur Essen. Du kannst mich mal. Ihr werdet erfahren, worauf sich eine Zauberin. Na, ihr Süßen? Wollt ihr was auf die Fresse kriegen? Dann seid ihr genau richtig. Der Königsmörder! Pack ihn! Ey, die sind ziemlich stark, die Viecher. Tja, du brennst. Tada! Du hast dich gekümmert. Wir wurden uns nicht einig. Der Weg ist frei. Können wir gehen? Ich muss noch was erledigen. Gut, aber beeil dich. Exzellenzes langes Stahlschwert. Nochmal. Mal ansehen. Das ist hässlich. Das ist noch hässlicher. Okay. Angesehen. Ballista. Gibt es noch irgendwas Interessantes, was ich dann nicht mehr machen könnte später? Pilze. Oh ja, das habe ich gemeint, ja. Interessantes ever. Können wir gehen? Ja. Ja, gehen wir. Jetzt wird sich endlich alles aufklären. Oder alles wird sich verdunkeln. Wie ich die polnischen Spielemacher kenne. Ob dir das nun gefällt oder nicht, Natalis. Timerien wird geteilt. Es ist zu seinem Besten. Zum Besten des gesamten Nordens. Die vereinten Streitkräfte Ketwens und Redaniens beenden die Kämpfe unter den Adelsgeschlechtern und sorgen von Gorswelen bis Illander für Frieden. Timerien wird zu einem zweiten Pontartal. Welches, wenn ich nicht irre, zur Zeit unter Edirns Herrschaft steht? Und ob ihr irrt, Radovid, Bergen ist frei. Frei? Was soll denn das heißen? Das Pontartal gehört nicht mehr Ketwern oder Edirn. Wir haben Fürst Stannis verjagt. König Stannis? Und dann haben wir noch Hänsels Armee besiegt. Weib, deine Truppen sind ein Haufen aufständischer Bauern und elfischer Freischärler. Früher oder später müssen sie jemandem den Fahneneid leisten, sonst werden sie zerschlagen. Das Pontartal wird einen Eid auf Königin Saskia schwören. Als unabhängiger Staat befürworten wir die Einsetzung von Kammer und Rat. Du bist eine einfache Frau aus dem Volk. Die einzige Krone, derer du würdig bist, ist ein Feldblumenkranz. Redanien wird diese Krönung nicht anerkennen. Die Wahl ist euer, König Radovid. Zerschlagt ihr Temerien oder greift ihr das Pontartal an? Hänselt, letzter vom Stamm des Einhorns, hat versprochen, ein freies Bergen anzuerkennen. Philippa Eilhardt kann das bezeugen. Philippa Eilhardt ist des Staatsverrats angeklagt und meine Gefangene. Das war sie, Radovid. Sie ist es nicht mehr. Ihr Platz ist in Bergen als meine königliche Beraterin.
Geil. Jetzt fehlt hier nur noch der Königsmörder. Wie bereits festgestellt wurde, ist das Dokument, in dem das Statut der Kammer festgelegt wird, eine getreue Kopie des Statuts, das man in den Ruinen auf Tanet fand. Doch viel wichtiger als das ist die Ernennung königlicher Berater. Heutzutage werden viele Höfe von irgendwelchen Magiern und Zauberinnen regiert. Zu Zeiten der alten Kammer wurden solche Berater mit Bedacht gewählt. Weshalb sollten wir unsere Berater nicht selbst wählen? Wegen der Verantwortung, die auf ihnen ruht, Majestät. Die Kammer möchte sich von der Fachkunde der Kandidaten überzeugen. Und davon, dass die Interessen der Kammer gewahrt werden. Selbstverständlich. Das wichtigste Anliegen der Kammer ist schließlich das Wohl der nördlichen Königreiche. Das Dokument ist unterzeichnet von all unseren vorgeschlagenen Kammermitgliedern und den designierten Beratern. Wir warten nur noch auf die Unterschrift von Sheila de Tankerville. Ohne unsere königlichen Siegel könnt ihr allenfalls Berater von Schafhirten vorschlagen. Wohl wahr, Eure Majestät. Sheila de Tankerville darf dieses Dokument nicht unterzeichnen. Triss Merigold, bist du also doch gekommen? An Tankervilles Händen klebt königliches Blut. Sie darf keinen Sitz in der Kammer bekommen. Das ist gelogen! Welche Beweise hast du für diese Anschuldigung, Merigold? Es gibt Zeugen, die bestätigen, dass Sheila de Tankerville die Morde an Demavent und Foltest veranlasst hat. Mitglieder der künftigen Kammer, Sheila de Tankerville muss unverzüglich verhaftet und angeklagt werden. Sollten sich die Anschuldigungen als wahr erweisen, ist sie des Todes. Was ist denn jetzt los? Oh nee, oder? Sheila de Tankerville, solange die Vorwürfe von Triss Merigold nicht geklärt sind, kannst du nicht in die Kammer berufen werden. Verhaften! Und jetzt macht die Massaker. Ihr kennt nicht die ganze Wahrheit. Merigold hat keine Ahnung, wovon sie redet. Und zwar? Wow. Hä, was macht Saskia denn hier? Jetzt hier. Geralt, eine Falle! Hier wirkt keine Magie, ich kann uns nicht rausholen! Du musst Sheila schnappen! Natürlich, kein Problem, ich schnapp Sheila, sofort! Besiege den Drachen, wo? Ach, das Vieh. So lange du kannst, Hexer. Du hältst mich nicht auf, weder du noch irgendwer sonst. Oh, hör auf, ich hasse so eine Zauberin-Schlampen, ey.